Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Roleplay Fallout Shelter, heute zu den nächsten. Und ich habe mich erinnert, warum ich gestern nur 5 rausgeschickt habe, weil die Nummer 7 vergeben ist an Hardcore Luca. Hardcore Luca, herzlich willkommen in der Vault. Kleine Empfehlung an dich. Organisiere dir Discord. Discord ist Wind. Der Server. So. Ist dieses wunderschöne Ding. Hier können sich alle Bewohner unterhalten, im Bewohner-Chat zu dem und im Chat ganz normal können sich alle unterhalten. Alles, was du dafür tun musst, ist unten. Für alle anderen, die auch auf den Discord-Server wollen, genauso wie Hardcore-Luca, ganz einfach. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link, den kopiert ihr, dann geht ihr auf dieses hübsche Plüsschen hier und dann tritt einem Server bei und dann kopiert ihr das Ganze hier rein. Natürlich nicht Hardcore-Luca, sondern den richtigen Link, der sieht in etwa so aus. Und ja, das ist alles, dann seid ihr hier bei mir und wenn ihr dann ein Bewohner seid, dann werde ich Folgendes tun immer. Ich werde in die Servereinstellung gehen, Mitglieder, dann suche ich mir euren Namen raus. Hardcore-Luca, zack und schon. Seid ihr ein Bewohner? Zack, hier, fertig. Herzlich willkommen, Hardcore-Luca. So. Natürlich wirst du als allererstes rausgeschickt. Du hast glücklicherweise schon Klamotten mitgebracht. Und das ist ein Greaser-Outfit. Und damit gehst du mal los und erkundest die Welt. So. Ich hoffe, das Rauschen ist weg. Deadline hat mir heute geholfen, das wegzumachen. Ich glaube, das lag daran, dass mein PC zu nah am Tisch war und mein Mikrofon nicht festgeschraubt war, sodass es immer locker war und immer hin und her gebrummt ist. Mal so. Ich weiß, das war gerade sehr störend, aber war ein Beispiel. Ne? So. Ich habe hier viel zu viel offen. Ich gehe ins Inventar, denn als nächstes geht der Ehrengardist raus. Hier packe ich nochmal Hardcore. Kopiere ich das hier mal rein für den Double X. Hardcore Luca, für dich, wenn du was möchtest an deinem Inventar ändern oder so, dann schreib am besten an Double X. Das funktioniert so: Du schreibst ein Add-Zeichen, dann schreibst du den Anfang vom Namen und Double X hat hier ein paar zu viele Counts erstellt, aber 302 ist der richtige. Da drückst du drauf und dann schreibst du: Hallo, mein Freund, ich möchte gerne neue Hoden kaufen. Und so funktioniert das Ganze. Nicht mehr und nicht weniger. So, jetzt würde sich natürlich fragen, was willst du denn von mir? Aber sobald er die Folge sieht, weiß er Bescheid. So. Wir schicken Ehrengardist raus mit seiner T45 Aristokne-F. T51F. Oh mein Gott. Er ist aus dem Standard schon längst draußen. Da, zack. Dann gehst du raus. Da raus. So. Mit 2515. Muss ein bisschen besser drauf achten. Ich habe nämlich Seelord gestern Red Away geschenkt. Wobei er die Elf wahrscheinlich wieder mitgebracht hat, aber egal. So. Sehr schön. Dann möchte Ehrengardist seine Katze wieder ändern in Deadline. So, wie sieht es im Spiel aus? Bin ich im Spiel schon dazu gekommen, sein Tierchen zu ändern? Oder bin ich noch nicht dazu gekommen? Und Ehrengardist. Zack. Umbenennen kostet einmal 1000 Kronkorken. Deadline, gut, alles noch okay. Alles noch okay. Das heißt, er verliert jetzt 2000 Kronkorken. Beziehungsweise Team 1 verliert 2000 Kronkorken. Ich ziehe das mal direkt ab. So, minus 2000. Für die Katz. Also wirklich für die Katze. Alle 2000 Kronkorken ausgegeben. Einfach nur so, just for fun. Um zweimal den Namen zu ändern. Nur um dann wieder Deadline zu heißen. Nö. So, okay. Als nächstes schicken wir nämlich raus die Awesome-Vloggerin. Awesome Vloggerin hat eine T45A Rüstung an. Eine T45A. Das ist so schön. Bisschen Level Up und los geht's. 25,15 auch für dich.
So, perfekt. Und schon können wir eigentlich den nächsten rausschicken. Nehmen wir als nächstes Bugsy. Da muss die Bruderschaft sich noch was überlegen, denn sie haben in diesem kleinen Raum haben sie drei Leute und da passen normal nur zwei rein. Da müsst ihr mal genauer erläutern, was ihr haben möchtet. Ich glaube, das war so, oder? War das nicht mit King Julian? Ach nee, nee, alles gut. Nee, King Julian hatte zwar sehr viel Intelligenz, aber ich bin ja gestern in der Zeile verrutscht. Gut. Ich muss mal ganz kurz. Ich hatte heute mit Bugsy gesprochen. So, Militärklebeband, Laborglaskolben und Mikroskop verkauft. Okay, Mikroskop. 200, 400, 600 Kronkorken für dich nochmal zu. Plus 600. Wenn ihr merkt, dass Double X euch vergessen hat, nicht so schlimm, teilt es mir mit. Dann mache ich das fix. Leute machen Fehler. Double X muss sich um das komplette Inventar kümmern. Da kann mal was wegrutschen. So ist es nicht. So, Baxi. Dann möchte ich den verbesserten Laborkittel anziehen und recycle noch meinen Flammenwerfer. Gut. Das mit dem Flammenwerfer müssen wir allerdings dann im Marktplatz-Stream machen. Und er möchte den Laborkittel an. Ja, gut. Schade. Die hätte man ganz gut noch gebrauchen können. Atomkraftwerk. Aber gut. So, alles geregelt, alles gelutscht, fertig. Gut, dann komm mal mit. Du bist raus mit X010, was X01 MK1. Ganz Name. Oh. Damit gehst du raus. 25, 15. So, bevor ich jetzt vorspule, hatte ich gerade noch im Kopf. Ich wollte Hardcore Luger zurückschicken. Hardcore Luger, dein erster Loot. Du hast keine Waffe gefunden. Schade. Naja, aber ein paar Klamotten hast du gefunden. So, wir können den nächsten rausschicken. Wir haben jetzt wie viel draußen? 1, 2, 3, 4. Wie viel haben wir unten noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 haben wir. 4 sind draußen, das heißt. Jetzt habe ich ihn gestern gezählt. Ein paar sind ja im Urlaub, ne? Muss ich nochmal zählen. Also, wir sind hier bei 12 Bugsy. Ich mache das am besten im Inventar, da sehe ich, wer alles im Urlaub ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 plus 4 sind 12. Das heißt, ich muss heute 6 rausschicken. Ja, richtig gerechnet. Okay. Aiden! Nicht zu früh! Baxi! Okay, Baxi hat das Glück. Viel zu früh, Baxi, viel zu früh. Wollte noch ein paar andere rausschicken. Eliminiere die Räder. Naja. So ist das halt, wenn man ein paar P-Werte hat. 6. Kannst du ruhig mehr P haben. So, mal gucken, wie er sich schnetzelt. Ein Schuss tötet nicht einen Gang. Oh, der Baxi. Na, du wirst jetzt ein paar Stimpacks verlieren. Na gut, erster ist tot. Dem brauchst du jetzt nur noch einen Schuss. Aber du verlierst halt schon ordentlich Leben. Na gut, immer wieder wird einer runterfallen. Da, jetzt fällt wieder einer runter. Jetzt sind sie nur noch zu dritt. Ich denke mal, das ist möglich. Nehme ich auf? Ich nehme auf. Sicherheitshalber.
Mal gucken, was du bekommst. Ist ja jetzt nicht wirklich Hardcore, was hier ist. Na gut, es sind ziemlich viele Raider für einen einzigen. Aber wer weiß. Ja, sehr schön. Ein paar Grogorken. Ja, ein paar ist gut, ey. Stimpex, Geld, Redaway. Na gut, das hast du plus eins. Das holt gar nichts. Und wieder Raider. Na gut, du kriegst wahrscheinlich ein bisschen Standard-Loot. Oh. Soll ich mir den aufsparen für den letzten Raum? Wer weiß, was da passiert. Du hast ihn nicht ganz getötet. Okay, machen wir kritischen auf den. Denn das ist auch ein Auto-Reset, müsst ihr wissen. Und sobald ich einen kritischen mache, wird er danach wieder schießen. Auto-Reset. Kennt man von League of Legends. Das heißt, wenn ihr geschossen habt, muss man ja eigentlich warten, bis der nächste Schuss kommt. Aber wenn ihr dann einen kritischen macht, habt ihr nach dem kritischen direkt noch einen Schuss frei. Das ist sehr praktisch, wenn man gerade hier alleine rumläuft. Das heißt, immer schön abwarten. Bis ihr schießt, dann den kritischen, dann schießt ihr nochmal. Das ist ultimative Stärke. Eine Golduhr. Stimpacts. Uah, da klebt mir was an meinem Schuh. Ist wahrscheinlich das Gehirn eines Gegners. Wie bitte? Du willst meine Zuckerbomben stehlen? Willst du das hier? Zuckerbomben jetzt mit einer empfohlenen Tagesmenge von 100%. Tot. Jetzt habe ich falsch vorgelesen. Ah, Zuckerbomben. Jetzt mit einer empfohlenen Tagesmenge von 100% tot. Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man anderen was abgeben soll? Zuckerbomben? Die Dinger bringen einen um, aber ich schaff das schneller. Nee, von den Dingern werde ich immer so nervös. Ich bin nur hier, um dich zu töten. Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man anderen was abgeben soll? Nö. Auch nicht schlecht. Na gut, jetzt haben wir den kritischen weggepfeffert. Machen wir zuerst die kleinen kaputt und dann den großen. Ich glaube, das ist sinnvoller hier. Ach du Scheiße, nehmen wir überhaupt keinen Schaden. Denn ich warte auf den kritischen. Du hast ja relativ viel Glück. Kann was werden. Okay. Das Schöne ist, ich sehe hier keine Lootkiste. Wer weiß, was du bekommst. Du bist wahrscheinlich irgendwas, was sie hat. Irgendwas, was sie bei sich trägt. Wie soll man sie denn treffen? Ah, ich hab sie. Glaube ich. Ja, das war sie. Nice. Hui. Ich muss sagen, die Quests werden immer schwerer. Entweder passen sich die Quests an deinen Charakter, oder sie werden allgemein schwerer. Aber ich glaube, der Loot wird auch immer besser. Der Kampf ums Essen. Und vier Nuka-Cola ist okay. Viel. Naja, vier Nuka-Cola-Quantum für dich, eine Golduhr und 2646 Kronkorken. Nice Geschichte, ui. So. Du wird aber wieder rausgeschickt. So, jetzt kommt nämlich Aiden Core dran. Aiden, du hast sowieso nicht viel verpasst. Aiden. So, du bekommst erstmal deine Gelehrtenrobe, die du immer noch nicht geändert hast, weil du andere bezirzen willst. Warte. Und 15, so. Dann schicken wir nämlich noch einen letzten raus und das ist King Julian. Warst du nicht schon?
Nicht, ne? Gut, King Julian. Detektiv-Outfit. Dann gehst du raus mit 20, 15. Gut, das haben wir erledigt. Ich würde sagen, ich spule jetzt noch mal ein bisschen vor und dann sehen wir gleich wieder mit dem Loot und ich gucke mir an, was ihr natürlich haben wollt. Alter Schwede, Ehrengardist. 4 Tage und 20 Stunden. Ihr müsst mal vorstellen, was passiert, wenn der Typ mehr Glück hat. Wie viel Glück hat er jetzt momentan? Er hat ganz, ganz wenig Glück. Dieses bisschen Glück gibt ihm 7000 Kronkorken. Das ist ein Drittel. Nehmen wir das Ganze mal 3, wenn er 10 Glück hat. Er kriegt mindestens 20.000 Kronkorken bei der Laufzeit. Komm mal zurück, mein Freund. 30. Hoho. So. Alle sind zurückgekehrt. Alle stehen vor meiner Tür. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kann ich auch niemanden mehr übersehen. Wenn alle in der Vault sind, das ist ganz gut. Hardcore Luca, du bekommst deine Faust, eine Räderrüstung, ein Wecker und eine Anwärterrobe plus 283 Kronkorken. Wir sammeln die ein. Aiden, 2048 Kronkorken plus 580 Kronkorken. Aiden, suchst du was Spezielles? Aiden sucht tatsächlich etwas. Und das ist Inventar absichtlich voll wegen Watchlist. Achso, er sucht gar nichts. Aber sein Inventar ist auch voll. Aber immerhin hat er sich Stimpacks geholt. Er versucht es immerhin. Aber Aiden, da musst du aber noch ein bisschen was machen. Weil bisher gammelst du hier eigentlich nur ab. Du bist einer der Gammler. So, du bekommst 100, 200, 300, 400 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12 Kronkorken. Das ist das, was du trägst. Und wir sammeln dich ein. Awesome Bloggerin. Suchst du was Spezielles? Awesome Bloggerin sucht nichts. 620 Kronkorken plus 2284 Kronkorken. Und wie? Alles, ne? Dann das hier ist gut. Ah, Sportsfan-Outfit kannst du behalten. Du bekommst ein Sportsfan-Outfit S4L1 plus 100, 200, 300 Kronkorken. Und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Kronkorken. Baxi, 10.105 Kronkorken. Baxi, du suchst, du bist mit Nummer 12, du suchst. Gidis, Militärplatinen und Golduhren. Wir verkaufen den normalen Schrott für 770. So, wie viel Platz hat der Baxi? 3 Plätze frei. Okay. Okay. Gucken wir mal. Datenuniform ist jetzt nichts Besonderes. Golduhren. So. Das heißt, mein Freund, du bekommst 2 Golduhren. Und eine Militärplatine. Plus 100, 300, 400, 500, 600, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 300, 400, 650, 1650 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Kronkorken. King Julian, du suchst nichts Spezielles. Wir verkaufen den normalen Gegenstand für 800 plus 10.976. Und King Julian, du hast 2 Plätze frei. Gucken, ob du irgendwas sehr Sinnvolles gefunden hast für die Vault. Oh. Ein Ninja-Outfit A4L1. Und ja, das war's schon. 100, 200, 300, 400, 500, 600. 650 Kronkorken plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Kronkorken. Ehrengardist. Was sucht der Ehrengardist mit der Nummer 10?
Platinen und Giddies. Wir verkaufen die normalen Gegenstände für 1020 plus 7045. Ein paar nette Sachen hast du gefunden, auf jeden Fall. So, wie viele Plätze hat der Ehrengardist frei? 2. Ich habe auch, glaube ich, schon gesehen, was es sein wird. Sieht schon mal ganz gut aus. Oder du? Ah, das Gaussgewehr ist noch besser. So viel Zeug. Eieiei. So, Ehrengardist, du bekommst 200, 300, 400, 600, 700, 800, 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, also 2000, 2200, 300, 400, 500, 600, 50. Okay. 2650 plus 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Du erhältst zudem eine Militärplatine plus einem Gaussgewehr 16 bis 17 Schaden. Ja, das ist das, was du trägst, und wir sammeln dich ein. Verkaufe 300 Waffen und Outfits. Hassan, du machst das. Du hast ja Mr. Handy an deiner Seite. Der da eigentlich gar nicht mehr hingehört. Stimmt. 24. Double X. An der Walltür. Du musst an der Walltür stehen, mein Freund. So, okay. Damit haben wir das. Alle sind zurückgekehrt. Wir werden jetzt unsere zwei Lunchboxen öffnen, die wir diese Woche erhalten haben. Und mal gucken, was drin ist. So, wir haben Nahrung. Eine Golduhr. Im Marktplatz wird diese erscheinen. Wir haben 100 Kronkorken. Ein abgesägter Rotflinte. Und ein Komiker-Outfit. Alles nicht wirklich rentabel, also. Vorne. Kann es aber verkauft werden. Eine Schrotflinte. Hä? Warum meinte ich nicht die neuen Sachen immer nach vorne? Na gut, dann. Muss sowieso bald mal aufräumen. Also sobald Double X das Inventar fertig gemacht hat, versuche ich mal ein bisschen was aufzuräumen. Also Double X sagt mir ein bisschen schnell Bescheid. Ich würde gerne am Mittwoch am Marktplatz streamen, weil es hier mal aufgeräumt. Ganz ehrlich, wir haben 846 Sachen. Das muss mal weg. Gut, nächste Lunchbox. Hundert Kronkorken. 50 Nahrung. Ecker. Bekleidung. Und Keith Armstrong. Keith Armstrong steht euch nun bereit. Ihr könnt euch für Keith Armstrong bewerben. So, das ist dann somit die 30. Und die kommt hier runter. So, freie Bewerber. Wenn ihr mitspielen wollt, wir haben die 23 frei. Wir haben die 29 frei. Wir haben die 30 frei, wie gesagt. Die 25 ist frei, die 18 ist frei. Und für diese Charaktere könnt ihr euch bewerben, wenn ihr mitmachen wollt. Aber aufgepasst, Mitmachpflicht. Was ihr beachten müsst, ist, ihr bekommt hier einen Charakter, wenn ihr euch bewerbt. Das Einzige, was ihr als Bewerbung... Ihr müsst nicht schreiben, guten Tag, Herr Enner, ich möchte mich bewerben für Nummer hast du dich gesehen, weil ich bin so cool und habe große Beine. Nein, ihr müsst nur euren Namen plus die gewünschte Nummer schreiben, werde ich aus. Mehr müsst ihr nicht machen. So, jetzt muss ich kurz die Uhrzeit merken, 35 Minuten brauche ich. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's für heute. Ich habe hoffentlich alles bedacht, was ich heute machen wollte. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euch. Tschüss.